Moin Leute, so, mein Stativ hat sich wieder gegen mich verschworen, deswegen muss ich mich so bücken und ja. Es geht heute um Wurfmesserwerfen insgesamt nochmal und wie ich das euch noch ein bisschen näher bringen kann. Was oftmals das Problem ist, sind Leute, die Wurfmesserwerfen lernen wollen, können gar nicht werfen. Und das ist ein Problem. Ich meine, ihr müsst erstmal werfen können, damit die Wurfmesser werfen können. Deswegen nehmt euch als Übung erstmal, bevor ihr anfangt, richtig Wurfmesser zu werfen, am besten ein Tennisball, der schöner ist als der hier. Ich habe nur noch den hier gefunden und da ist Bambus reingewachsen, das sind Bambuswurzeln. Fragt einfach nicht. Auf jeden Fall nehmt euch einen Tennisball und übt natürlich einfach mal ein bisschen werfen. Wenn ihr ansatzweise stark werfen könnt und sage ich mal so auf 20, 30 Meter kommt. Okay, für einen Tennisball, ja. 20 Meter, sagen wir mal, wenn es auf 20 Meter kommt, dann seid ihr gut dabei und ihr solltet aufpassen, wie ihr werft. Also, wenn ihr jetzt so werft, das ist nicht gut. Es sollte eher so aussehen. Also nochmal kurz so. So, und der ganze Körper kann sich mitbewegen. Dadurch bekommt man mehr Schwung. Also wie beim Baseball im Prinzip fast. Nur, dass man statt einem Ball halt eigentlich ein Messer werfen soll. Aber damit ihr erstmal die Muskeln im Arm bekommt natürlich. Und ja, das wäre Schritt 1. Und Schritt 2 wäre dann, findet eine gescheite Stellung, wie ihr stehen wollt. So, gehen wir mit Schritt 2 weiter. Ich nehme es mal einfach aus, ja, Gründen. Nehme ich mal das Messer hier. Das ist ein doppelschneidiges Wurfmesser. Bin ich nicht so der Fan von, aber egal, wir nehmen es einfach mal. Weil doppelschneidige Wurfmesser sind erstmal einfacher, damit man erstmal gerade werfen kann. Und ja, ihr findet einfach raus, wie wollt ihr stehen. Ich zum Beispiel stehe jetzt so. Ich stehe einfach so, gerade zum Ziel, sag ich mir, ihr seid das Ziel, dann stehe ich einfach so vor euch. So, dann einfach, zack. Es ging jetzt eben um die Beine und ja, sonst würde es halt so aussehen einfach. Und ja, das übt ihr einfach mal, ihr könnt auch natürlich auch anders euch hinstellen, ihr müsst euch nicht genauso hinstellen, wie ich das mache. Und ja, findet einfach einen Stand, den ihr mögt, mit dem ihr gescheit werfen könnt, der für euch einfach bequem ist. Aber von dem aus ihr auch gut werfen könnt. Also es muss eine gute Mischung zwischen bequem, natürlich, und starke Wurfkraft halt sein. Und das werdet ihr mit der Zeit auch rausfinden, das ist bei jedem wahrscheinlich ein bisschen anders. Und versucht aber euch immer genau so hinzustellen, wenn ihr werft. Das ist sehr wichtig, dass ihr immer gleich steht. Und ja, was dann natürlich auch noch ein guter Tipp ist, ist, ich habe jetzt am Boden hier, ich habe so Pflasterstein. Ihr seht, Pflastersteine und ich nehme mir dann einfach zum Beispiel das hier, einen kleinen Raketenstab, lege mir den dann irgendwo hin, sag, von da werfe ich jetzt und dann stelle ich mich jedes Mal da so hin und dann, so, dann habe ich jetzt mal so einen kleinen Raketenstab oder sowas von den Füßen und genau da stelle ich mich dann hin und von hier aus werfe ich dann. Aber nicht mit so einem doofen Wurfmesser. Falls ihr euch jemals ein doppelschneidiges Wurfmesser holt, sorgt dafür, dass es nicht so Rillen hat, die einfach ultra viel Material wegnehmen, weil wenn das Ding nichts wiegt, fliegt es scheiße. Und ja, auf jeden Fall habt ihr dann euren Stand, dass der Stand immer gleich ist, wenn ihr merkt, okay, von dem Stand aus treffe ich nicht, geht einen Schritt zurück oder einen Schritt nach vorne, je nachdem. Und ja, bis ihr trefft und wenn ihr trefft, dann versucht immer so zu werfen. Ihr müsst einfach immer herausfinden, wie ihr werfen wollt und dann müsst ihr immer genau so werfen. Es geht um Beständigkeit einfach. Na gut, was jetzt die wichtige Frage wäre, wäre, okay, ein großes Messer, mit dem ich alles machen kann, oder viele kleine Messer, mit denen ich erstmal perfekt eine Technik lerne, sprich Half-Spin. Ja, dafür müsst ihr euch halt entscheiden, weil ich so ein großes Messer ist jetzt lustiger, aber mit dem wird man deutlich schneller, deutlich besser. Und wir fangen jetzt auch einfach mit denen an und sagen, wir wollen jetzt Half-Spin üben. Okay, den Half-Spin gehen wir mal ungefähr hier hin. Das müsste reichen von der Distanz. Das sind jetzt, keine Ahnung, 2 Meter, 1,5 Meter. Ah, ihr seht mich gar nicht. So, für einen Halfspin gehen wir jetzt mal so, wie weit ist das? 2 Meter, 1,5 Meter, ungefähr sowas. Gehen wir hin. Stellen uns erstmal die Anfängertechnik, dass wir erstmal gerade werfen. Stellen uns so hin. Wir werfen so. Ja,
Wie ihr seht, so trifft man gescheit, so trifft man gut, es ist einfach gut zu treffen. Jetzt werfen wir mal richtig, und zwar stark. Stellen Sie ein bisschen seitlicher hin. Der ganze Körper schwingt mit, das Messer fliegt deutlich schneller. Aber wie man jetzt vielleicht auch gesehen hat, ich habe lange schon nicht mehr geworfen und habe deswegen eben ein paar Mal schief geworfen, jetzt als ich stärker geworfen habe. Da muss man halt aufpassen, dass die Messer gerade fliegen, weil das eben einfach so schief durch jeden geflogen ist. Und wenn man gerade steht, da vor der Zielscheibe und einfach so wirft, dann passiert es meistens nicht, dass da irgendwelche Seitwärtsdrehungen noch reinkommen. Und deswegen ist es anfangs eine gute Technik, ne? Zum Üben. Okay, sagen wir mal, ihr habt euch eher für das große Messer entschieden und wollt jetzt No-Spin lernen oder ein Full-Spin. Ein Full-Spin, ja, wenn ihr einen Full-Spin lernen wollt, dann fangt ihr erstmal mit dem Half-Spin an und geht dann einfach auf, ja, und tut die Distanz dann einfach verdoppeln. Sprich, ich guck mal kurz, von wo kann ich Half-Spin werfen? Half-Spin müsste ungefähr von hier sein. Sehr gut, und jetzt gehe ich ungefähr auf die doppelte Distanz. Das wäre, hier kommt wieder Stock zum Einsatz, das wäre ungefähr hier. So, jetzt versuchen wir den Fullspin. Das ist von hier ein bisschen schwer. Ich habe es auch eine Weile nicht geübt, aber wir probieren es mal. Bisschen weiter vor. Okay, zum Fullspin müssen wir jetzt uns ein bisschen anders stellen. Wir standen eben da. Jetzt stehen wir hier da. Seht ihr das bei dem Stock? Und es ist ungefähr, ja, das ist die Hälfte der Distanz nochmal dazu. Also einfach, keine Ahnung, ich stehe 2 Meter vom Ziel weg, geht auf 3 Meter, von da könnt ihr den Fullspin machen. Das zeige ich jetzt gerade nochmal. Also. Halfspin. Fullspin. Hat zwar scheiße getroffen, aber er hat getroffen, falls ihr es nicht seht. Da. Okay. Also, so ist dann der Fullspin. Ihr geht einfach die halbe Distanz, von der ihr geworfen habt, nochmal einen Schritt zurück. Also wie gesagt, statt 2 Meter, 3 Meter. Und von da aus könnt ihr den Fullspin ausprobieren. Und verdammt wichtig ist bei eurem Wurfmesser ist, die Klinge sollte stumpf sein, sonst schneidet ihr euch. Das ist nämlich das Doofe an dem hier. Die Klinge ist scharf und deswegen ist es scheiße damit zu werfen. Also ist einer der Gründe, warum es scheiße zu greifen ist. Hier habe ich die Klinge stumpf gemacht, das ist super. Ihr könnt es einfach aus der Hand rutschen lassen, euch passiert nichts. Ihr seht, ich kann machen, was ich will, mir passiert nichts. Was auch wichtig ist, ist, der Griff sollte rund sein. Es gibt Wurfmesser, die sind total bescheuert geformt. Die haben hier irgendwelche, was auch immer dran, irgendwelche Verzierungen und so. Da bleibt man einfach dran hängen. Das macht keinen Sinn. Was auch keinen Sinn macht, ist beim Kunai. Bei dem ist es jetzt total wurscht, weil ich benutze es eh nur zum Klingenwurf, weil es viel zu kurz wäre für No-Spin oder irgendwas anderes. Full-Spin geht, aber der Griff macht es sehr, sehr schwer. Und ja, also wenn ihr irgendwie sowas am Ende des Griffes habt, das ist immer schlecht. Es ist immer eine schlechte Wahl. Also bei denen ist es jetzt in Ordnung, wie gesagt, weil ich die nur Halfspin werfe. Anders werfe ich die ja gar nicht. Deswegen ist es in Ordnung. Aber wenn ihr mehr als Halfspin damit vorhabt, dann solltet ihr euch ein Messer suchen, was ungefähr so, ich nenne es mal, sauber ist wie das hier. Also eine saubere Spitze und ein sauberer Griff. Perfekt. Kann einfach aus der Hand gleiten, wie ihr seht. Für No-Spin einfach so. Fullspin, so, Halfspin, so. Und ja, den No-Spin machen wir jetzt mal. Okay, der ach so beliebte No-Spin-Throw. Alle Leute denken ja, man kann ein Messer gerade auf Distanz so werfen. Das ist Quatsch. Also, No-Spin, man lässt das Messer in dem Winkel ungefähr los und es fliegt einfach nur so ins Ziel. Das ist der No-Spin. Und den machen wir jetzt. Das Wichtige beim No-Spin ist, da
dass ihr dem Messer nicht zu viel Spin gibt. Weil ihr wollt ja eben, dass es sich sehr, sehr wenig dreht. Und da ihr es schon so loslasst oder so, ja, müsst ihr halt viel Distanz überbrücken, ohne dass das Messer, ja, sich einfach zu sehr dreht, versteht ihr? Und das zu lernen ist schwer. Deswegen, das Wichtigste beim No-Spin-Throw ist eine flüssige, gleichbleibende Bewegung. Sieht immer ein bisschen bescheuert aus, wenn ich werfe mit dem No-Spin, aber es funktioniert. Selbe Distanz ungefähr wie beim Half-Spin werfe ich den. Viel näher dran zu stehen ist ein bisschen gefährlich, weil das Messer kommt auch mal zurück. Aber wie gesagt, es ist stumpf, also kann relativ wenig passieren. Also die Bewegung ist vielleicht ein bisschen sinnlos, scheint so, aber sie ist halt sehr flüssig und ich kann die immer machen. Deswegen No-Spin werfe ich immer so. Also ich stehe entweder so oder so, je nachdem wie ich gerade werfen will. Momentan ist es breitbeinig. Stehe ich so, dann mache ich so, lehne mich nach hinten, Messer hoch und dann gehe ich mit dem Körper nach vorne und lasse es los. Im Half-Spin werfe ich einfach so. No-Spin ist so. Und ja, das müsst ihr für euch selber auch ein bisschen rausfinden. Aber ja, ich denke, ihr schafft das. Ich zeige es einfach gerade nochmal. Aus einem anderen Winkel. Die Zielscheibe ist hinüber, aber egal. Na gut, Leute, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein bisschen damit weiterhelfen. Ich glaube, ich habe alles genannt. Alles Wichtige. Also nochmal Zusammenfassung. Ihr solltet werfen können, das ist sehr wichtig. Dann markiert euch euren Stand, wo ihr steht. Versucht immer genau gleich zu werfen. Und auf jeden Fall solltet ihr erstmal lernen, die Messer halt gerade zu werfen. Deswegen diese Technik von der Stirn aus einfach. Und versucht euch das Messer nicht gegen den Kopf zu hauen. Habe ich auch schon gemacht, hat wehgetan. Also auf jeden Fall so anfangen zu werfen. Wenn ihr das könnt und stark werfen könnt, seitlich, zack, richtig reinhauen. Und versuchen, das Messer wirklich so zu werfen, dass es sich nur so dreht. Und nicht irgendwie so oder so, wer weiß. Einfach, dass es wirklich gerade in die Zielscheibe reinfliegt, also mit einer geraden Drehung. Und ja, wie gesagt, markieren, immer gleich werfen. Ein Fullspin ist einfach nur, weißt du, plus ein Drittel, nee, plus einmal die Hälfte von der Distanz. Wie gesagt, wenn ihr von 2 Metern einen Halfspin werft, von 3 Metern werft ihr sehr wahrscheinlich den Fullspin. Den No-Spin wirft man meistens, je nachdem was für Messer man hat, von der Distanz, von der man den Halfspin wirft. Was auch wichtig ist bei eurem Messer für den No-Spin ist, dass der Schwerpunkt hinter der Mitte sein sollte. Wie ihr seht, das Messer ist so groß, ungefähr, nee, so. Die Mitte ist ungefähr hier. Und der Schwerpunkt ist hier. Also der Schwerpunkt ist immer ein ganz kleines bisschen mehr an der Klinge und das ist gut. Das heißt, bei einem, ja, einfach bei einem Messer für No-Spin-Throws, der Schwerpunkt sollte in der Mitte sein oder hinter der Mitte. Und ein langes Messer ist beim No-Spin deutlich besser. Zum Beispiel, mit so einem Messer kann man kaum No-Spin machen, weil da muss man im Prinzip direkt vor der Zielscheibe stehen. Mit dem hier geht es schon eher besser. Und ich muss euch sagen, das ist schon fast das kleinste Messer, was ich empfehlen würde für einen No-Spin-Wurf. Ich glaube, das ist 21 cm lang, 21, 24, irgendwie sowas. Und ja, das ist schon ein sehr kleines Messer für No-Spin-Würfe. Ich würde schon eher ein Messer so ab der Länge empfehlen. Und ja, beim No-Spin kann man natürlich auch Stäbe werfen, also im Prinzip Nägel oder sowas in der Richtung. Falls ihr euch irgendwie kein Messer leisten könnt oder sowas, oder einfach nicht kaufen dürft oder was auch immer. Schraubenzieher gehen zum Beispiel auch. Das Problem bei denen ist, die haben eine sehr, sehr kleine Spitze und mit dem müsst ihr wirklich in einem rechten Winkel treffen, damit das irgendwie gescheit eindringt und Schraubenzieher gehen auch schneller kaputt. Und die sind viel zu schwer meistens hinten. Aber ich habe auch anfangs mit Schraubenzieher angeworfen. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, ja, dann mache ich nochmal ein extra Video dazu. Ich hoffe aber, dass ich jetzt alles mal endlich auf den Punkt gebracht habe. Es ist jetzt mein dritter oder vierter... Das heißt Versuch, das ist mein drittes oder viertes Mal, wo ich erkläre, wie man Wurfmesser wirft. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein.